12. September 2020, 1:59 Uhr. Markus Heinz, Rechtsanwalt von Querdenken 089 am Telefon. Markus, es ist eine lange Nacht für dich und Ralf Ludwig, die Anwälte von Querdenken. Wie ist es ausgegangen vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof bezüglich Demoverbot München heute am 12. September? Ja, es ist so, wie ich das einschätze, sehr gut für uns ausgegangen. Und zwar haben wir bezüglich der Theresienwiese, wo die ursprüngliche Demo, die ja am Odeonsplatz geplant war, hinverlegt wurde, also die Teilnehmerbeschränkung konnten wir kippen. Das heißt, die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs wurde wieder angeordnet. Und das bedeutet, dass morgen auf der Theresienwiese keine Teilnehmerbeschränkung besteht. Und das ist jetzt gerade für Bayern bzw. für München, in Augsburg war das auch vorher schon so, natürlich eine ganz, ganz wichtige Entscheidung bzw. ein ganz wichtiger Beschluss. Das ist das eine. Und das andere ist der Demozug, den hat das Gericht jetzt auch genehmigt bzw. die aufschiebende Wirkung, juristisch korrekt formuliert, wieder angeordnet. Der darf stattfinden. Vom Odeonsplatz zur Theresienwiese. Die Route wird noch festgelegt. Das wird in Zusammenarbeit zwischen KVR und Polizei und dann auch natürlich mit uns besprochen. Da wurde auf 500 Teilnehmer beschränkt. KVR ist Kreisverwaltungsreferat der Stadt München, die Versammlungsbehörde. Genau, Okay, die jetzt sag nochmal, Versammlungsbehörde dort. und was wurde da beschlossen, weil ich dich jetzt gerade unterbrochen habe? Ja, das wird noch gemacht. Also ich habe vorher mit dem Vorsitzenden geredet von der zuständigen Kammer und der hat dann gesagt, dass eben die Stadt in Zusammenarbeit mit der Polizei das dann festlegen kann, beziehungsweise festlegen wird. Wir haben aber auch Routenvorschläge eingereicht und Teile von diesen Routenvorschlägen wurden auch im Vorfeld schon besprochen mit den Verantwortlichen der Stadt München. Und da müssen wir jetzt einfach sehen, welche Route dann am Ende durchgeführt werden wird. Es ist immer so ein bisschen ein dynamisches Geschehen, das hatten wir in München auch schon. Nicht in München, in Berlin. Das wird doch langsam spät. Und da kann es immer mal sein, dass das hin und her gelegt wird, dass man auf irgendwelche Sachen Rücksicht nehmen muss. Aber da der Demozug ja startet und wir das dann beim Start um 13 Uhr wissen, ist das eigentlich relativ einfach zu bewerkstelligen. Und was man auch noch sagen muss, also die Auftaktkundgebung um 12 Uhr und die Zwischenkundgebungen, die würden verboten, also beziehungsweise die bleiben verboten. Das heißt, wir werden erst um 13 Uhr starten. Und dann eben auf der Route, die durchführbar ist, Richtung Theresienwiese laufen. Und die Masse der Teilnehmer sollte natürlich, ja, idealerweise um 16 Uhr dann an der Theresienwiese ankommen oder auch ein bisschen früher. Dass dieser Demozug auf jeden Fall, dass wir da die 500 Teilnehmerbeschränkung einhalten. Es ist jetzt in dem Fall einfach aus taktischen Gründen und auch weil es eine Auflage ist, sehr wichtig. Es gibt noch ein paar andere Veranstaltungen, die angemeldet wurden, beziehungsweise Versammlungen. Da warten wir jetzt gerade auf die genauen Informationen, dass wir das auch nochmal verteilen können. Und sollte irgendjemand am Versammlungszug nicht teilnehmen können, dann können diese Menschen natürlich auf anderem Weg, ja, einzeln oder in ihren kleinen Gruppen, wie sie halt angereist sind, natürlich auch zur Theresienwiese kommen. Ja, Markus, gilt da das Windhundprinzip, das berühmte? Also wer zuerst kommt, darf mitmachen? Oder wie werden die 500 glücklichen Querdenker ausgewählt, die dann an dem Aufzug teilnehmen dürfen vom Odeonsplatz zur Theresienwiese? In dem Fall wird wohl das Windhundprinzip gelten, ja, weil wir müssen einfach gucken, dass wir das hier diese Beschränkung einhalten, weil es eben eine Auflage ist und dass eben am Ende nicht 3000 Leute in einem Demozug durch die Stadt ziehen. Und das wird auch die Polizei versuchen zu verhindern und das werden wir auch aus eigenem Interesse nicht haben wollen. Einfach, dass hier klar gezeigt wird, dass wir das inhaltlich hinkriegen. Und wir haben eben auf der Theresienwiese jetzt keine Teilnehmerbeschränkung. Auch Und nicht die. deswegen ganz wichtig, dass an der Theresienwiese wirklich dann die Masse der Teilnehmer sich dann auch zusammenfindet. Also nicht mal die 5000, die ursprünglich Nein, galten. es gibt keine Teilnehmerbeschränkung. Die Theresienwiese hat 400.000 Quadratmeter und da ist also sehr, sehr viel Platz. Und ich rechne natürlich auch mit mehreren tausend Teilnehmern. Und diese ursprüngliche 5000, das ist ja nur eine Anzeige, das ist eine Schätzung. Und im normalen Versammlungsrecht vor Corona war das so, dass das nur dafür da war, dass man der Polizei halt irgendwie signalisiert,
mit wie vielen Kräften sie rechnen muss. Ja, das ist also rein sicherheitsrelevant, weil an sich ist es ja völlig egal, wenn die Fläche da ist, ob da 100 oder 10.000 Leute sind. Es muss halt einfach vom Sicherheitskonzept gewährleistet werden, dass die Versammlung gut geschützt werden kann, dass das alles reibungslos funktioniert. Und wenn man 5.000 anzeigt und hat keine Verbotsverfügung oder keine Beschränkung, wenn dann am Ende 10.000 kommen, ist das völlig in Ordnung. Wenn es weniger sind, ist es auch in Ordnung. Und wer zählt denn jetzt die 500 glücklichen Querdenker, die nach dem Windhundprinzip an dem Aufzug teilnehmen dürfen? Ja, da werden wir dann in Rücksprache mit der Polizei schon Wege finden. Da werde ich auch beim Demozug dabei sein, um das zur Not auch alles zu kommunizieren. Und es gibt ja, wie gesagt, noch viele Ausweichmöglichkeiten. Für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass die Polizei nicht wieder die Gelegenheit kriegt, wobei ich bin mir in München gar nicht mal so sicher, dass das die Intention ist, einen Demozug nicht starten zu lassen, um, so wie es in Berlin war, das Ding möglichst voll zu machen. Das werden wir dieses Mal verhindern. Deswegen werden wir diese 500 Teilnehmer und diesen Abstand, ja, auch wenn wir natürlich inhaltlich nichts davon halten, das weiß jeder, aber das werden wir, diese Auflage werden wir praktisch erfüllen. Und dann werden wir natürlich sagen, wir laufen jetzt los, wir haben unsere Teilnehmer, wir haben unsere Abstände und dann wird man uns auch loslaufen lassen. Also da bin ich davon überzeugt. Gut, und weiterhin gilt allerdings seit Mittwoch im Freistaat Bayern die Maskenpflicht ab einer Teilnehmerzahl von 200 Demonstranten. Also die würde ja dann gelten, in jedem Falle, ne? Die Maskenpflicht. Die wurde auch angeordnet und ab 200 ist es praktisch in der Regel anzuordnen. Ich habe jetzt auch schon gehört, dass man es mal weniger gemacht hat. Natürlich soll das dazu führen, dass die Teilnehmer sich abhalten lassen und gegen das, was sie demonstrieren, ja, das sollen sie dann aufziehen. Aber auch hier ist letztlich mein Rat, es gibt auch hier natürlich die Ausnahme. Die Ausnahme ist in Bayern im 1 Absatz 2 der Bayerischen Corona-Verordnung drin, also gesundheitliche Gründe, Behinderung, also wer das aus gesundheitlichen Gründen oder aus einer Behinderung nicht tragen kann, muss das auch nicht und dann muss die Polizei im Einzelfall prüfen. Das heißt, es wäre natürlich sehr schön, wenn viele Teilnehmer gerade im Demozug, das wird natürlich auf der Theresienwiese genauso laufen, aber gerade im Demozug wird es die spannende Frage sein, dass da viele Teilnehmer sind, die eben sich auf gesundheitliche Gründe berufen können. Und wir haben ja in der letzten Zeit sehr, sehr viele Studien bekommen, sei es jetzt Uni Leipzig, TU Dresden. Es gab kürzlich einen vereidigten Sachverständigen, der die CO2-Werte mal unter der Maske gemessen hat. Es gibt die Studie von der Daniela Prusa. Es gibt sehr, sehr, sehr viele medizinische Gründe. Und die Menschen müssen sich einfach nur auf diese berufen, wenn sie sie natürlich haben, das ist ganz klar. Und dann müsste die Polizei im Einzelfall eben die Daten aufnehmen und dann können die natürlich gerne später prüfen, ob diese Gründe vorliegen oder nicht. Und wenn Abstände eingehalten werden, und im Demozug wird das kein Problem sein, auch auf der Wiesn wird das kein Problem sein, dann gibt es für mich auch keinen Grund, dass die Polizei dann irgendwas auflösen könnte. Also da werden wir darauf achten. Und auch mit den Attesten, da muss man so ein bisschen überlegen, wie man das angeht, weil in Berlin war es ja jetzt oft so, dass die über ein 277 Strafgesetzbuch gekommen sind, also Fälschung von Gesundheitszeugnissen. Grundsätzlich muss ich einen Attest nicht zeigen. Da werden wir morgen noch eine Taktik besprechen zwischen den Anwälten, was wir machen. Also ob wir die Menschen dann darum bitten, das zu zeigen. Ob wir ihnen sagen, sie sollen sich auch auf die Gründe berufen und dann ihre Personalien aufnehmen lassen. Also das erörtern wir noch, wie wir es am besten machen. Gut, Markus, jetzt finden die Demos statt, der Aufzug und die Versammlung. Wofür wird genau demonstriert oder vielleicht auch wogegen? Das ist eine spannende Frage. Ich bin bisher noch gar nicht dazu gekommen, den Flyer von 089 zu lesen. Zeig mir dein Lächeln war eines der Mottos. Und geh mal kurz selber in die Gruppe rein, was wir noch so hatten. Du kannst mir natürlich auch deine... Gehe ich davon aus, ich hab's schon. Also, wen haben wir denn als Redner? Fest für Frieden und Freiheit, beziehungsweise Freiheit und Frieden. Das haben wir ja schon immer gehabt. Und Motto, zeig mir dein Lächeln in Lederhose und Dirndl zur Oktoberfestzeit in München. Ja, stimmt, es ist ja kurz vor Oktoberfestzeit, also in 2 Wochen würde es wahrscheinlich starten. Und ja, das ist so ein bisschen das Motto. Oder? Und der Rest werden dann die einzelnen Redner noch
angeben. Oder, bin auch mal gespannt. Markus, du gehst, dann würde ich gerne dich persönlich fragen. Du gehst ja auch hin, du gehst ja auch demonstrieren. Wofür demonstrierst du? Einfach, um es nochmal den Zuschauern verständlich zu machen. Wofür demonstrierst du? Ja, für Meinungsfreiheit, super. Für Freiheitsrechte im Allgemeinen, für einen Rechtsstaat, gegen Diskriminierung, gegen staatliche Willkür, für Eigenverantwortung, ja, natürlich auch für Toleranz. Sicherlich auch ein Stück weit gegen Polizeigewalt, die ich in München allerdings nicht erwarte. Das muss ich ganz klar sagen. Also die bayerische Polizei ist nicht mit der Berliner Polizei zu vergleichen. Also da würde ich mich sehr täuschen. Und ja, letztlich für Grundrechte, für Menschenrechte. Also es geht ja hier nicht nur um Grundrechte, es geht wirklich um Menschenrechte, die ja in dieser ganzen Corona-Krise, die ja wirklich eine ist, massiv beeinträchtigt werden. Und auch jetzt in den letzten Tagen, wie man wieder gesehen hat, ich habe heute ein paar Sachen auf meinem Kanal geteilt, wo wirklich Gesundheitsämter in Schulen gehen und Zwangstests an Schülern machen. Schüler, die dann teilweise versuchen, aus den Fenstern zu fliehen, aus Angst und Schrecken. Und das Ganze, ohne dass man die Eltern fragt. Und das sind natürlich also massive Willkürmaßnahmen des Staates. Und dagegen muss jeder auf die Straße gehen. Das kann nicht tolerieren. Und es verstößt nicht nur gegen Grundrechte, sondern auch gegen Menschenrechte, gegen Menschenrechtserklärungen der UNESCO und viele andere Dinge. Und dagegen muss man einfach auf die Straße. Und das ist einer der Gründe, warum ich das mache. Es gibt sehr, sehr viele. Und da hat jeder so ein bisschen seine eigene. Aber im Kern geht es uns, glaube ich, um Freiheitsrechte, um Menschenrechte und gegen diese staatliche Willkür, die wirklich auf der ganzen Welt oder auf der halben Welt zumindest momentan ja, tagtäglich zu sehen ist. Markus, das kann ich alles so unterschreiben. Dafür demonstriere ich genauso für Menschenrechte, Freiheitsrechte, Bürgerrechte, soziale Gerechtigkeit, Freiheitsrechte. Das sind doch Werte und Ziele, für die es sich lohnt zu demonstrieren und auf die Straße zu gehen. Also ja, das und natürlich, also Freiheit und Frieden, das sind ja so unsere beiden Hauptwörter und ich glaube, darauf sollte auch sich jeder einigen können. Und ich habe das in den letzten Demos ganz oft gehabt, dass wir Gegendemos hatten, und sehr viele dann irgendwann gesagt haben, eigentlich sind wir genau dasselbe und das ist auch unsere Botschaft. Ja. Also wir können uns auf Grundwerte und auf Grundziele einigen als Menschen und das ist wichtig. Ja, Markus, schöner kann man es wahrscheinlich nicht sagen. Vielen Dank, dass du uns noch diesen Status-Update gegeben hast, ja, dass jetzt demonstriert werden darf. Und wir wissen jetzt auch, wofür du demonstrierst und das ist doch ganz anschaulich, ja? Da kann jeder überlegen, ob er sich da anschließen möchte. Dankeschön. Guten Abend, Markus. Gute Nacht. Gute Nacht.